Berlin, Brüssel. Bei der Abwicklung der InsolVenden Air Berlin stehen am Donnerstag weitere Schritte an. Zum einen endet am Mittag die Bieterfrist für die insolvente österreichische Fluggesellschaft Niki. Die Air Berlin-Tochter mit 21 Flugzeugen sollte eigentlich von Lufthansa übernommen werden, der Konzern zog sein Angebot aber wegen Bedenken der EU-Wettbewerbsbehörde zurück. Zum anderen läuft am Donnerstag auch die Prüffrist der EU-Kommission für den geplanten Verkauf einer weiteren Air Berlin-Tochter ab, der Luftfahrtgesellschaft Walter. Sie soll an die Lufthansa gehen, der Konzern will sie in seine Tochter Eurowings integrieren. Lauda, Ryanair, Condor und Privatair sind aussichtsreich im Rennen. Niki mit seinen 1.000 Beschäftigten galt als besonders attraktiver Unternehmensteil der Air Berlin. Nach dem Rückzug der Lufthansa meldete sie in der vergangenen Woche Insolvenz an. Insolvenzverwalter Lukas Flöter will die Fluggesellschaft bis Anfang Januar verkaufen, damit keine Start- und Landerechte verloren gehen. Ein Kaufangebot hat Nikis Gründer, der frühere Rennfahrer Niki Lauda, angekündigt. Außerdem sind die Fluggesellschaften Ryanair, Condor und Privatair im Spiel. Interesse soll auch ein Konsortium um den Berliner Logistiker Zeitfracht haben. Der Reisekonzern TUI sieht die Zukunft seines Ferienfliegers TUFLY nicht bedroht, sollte der Konkurrent Condor Niki übernehmen. TUFLY-Chef Roland Kepler sagte, man habe aber Interesse an eventuell frei werdenden Niki-Slots. Von RND, Deutsche Presseagentur.